eine von den Gurken da. Gurken? Kann ich auch mal hier? Bin eigentlich fertig. Komm, schon dauert nicht lang. Bin eigentlich fertig. Du kannst gleich weitermachen. Ich habe ein Programm, weil das die Wacke nennt. Du lässt jetzt den Herrn an das Gerät den ganzen Tag, bis hier schon zu kalt. Nein, bleib, bleib, ich mein ganzes Programm, das nachwenden. Schluss jetzt. Ich muss alle 6 Agenten fangen und ausschalten. Ich muss vorhin ja einen Bonus. Da ist er. Gerd Rappel, Uni Lüth, 2 Alfons Petri, NMB. Alles klar? Jetzt mache ich gleich. Wer steht an dritter Stelle? Achim Thun, KKW, RMB, FFN. Was heißt die Abkürzung hinter dem Namen? KKW heißt Kernkraftwerk. Könnte Remburg bei Frankfurt sein. Worauf warten wir noch? Tatsache, der wohnt in Frankfurt. Dann gehen wir hin. Ja, du weißt Bescheid. Wir müssen erstmal mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof fahren. Da müssen wir uns bei der City zu schnell kaufen. Da gibt es ja keinen Speisewagen in dem Ding da. Also, geh mal hin, geh mal hin. Arbeitet der an einem Fernkraftwerk? Ja, als Ingenieur in Remburg. Kennt ihr auch Petrus? Nee. Er war natürlich ziemlich nervös, als ich ihm gesagt habe, dass da möglicherweise auf ihn zukommt. Doch er irgendwie drauf gewartet hätte. Telefon wollte er natürlich nichts sagen. Bist du bereit, uns zu köpfen? Ja, sicher. Und diesmal können wir Peter super kommen. Kapitän Meldung. Und? Es ist Verhaut Deutsche Oper. Betreffs Wesselburg-Flanagan. Und? Sie sollen in die U-Einrichtung Hauptbahnhof gestiegen sein. Identifizierung steht. 80%. In Ordnung, ich gehe zur Zentrale durch. Die Kollegen sollen von heute zur Station Hauptbahnhof stehen. Du nicht denkst, was ich denke, was du denkst. Doch, das denke ich. In Deutschland heißt das Unzug mit Schutzbefohlenen, Frau Lehrerin. Klingt prickelnd. Wird mit Führerscheinentzug nicht unter 5 Jahren bestraft. Klingt angemessen. Also das ist ja nur wirklich ungezügelte, unsublimierte, hemmungslose... Volle, stimmt. Hol ich die Bauleitung? Halt an! Halt! Und lass dich wegen Spießigkeit, Feigheit, Aufsässigkeit, Langweiligkeit. Das ist die Knutschende!
Lehrerin, nicht vor den Kindern. Welchen Kindern? Schon wieder der Wurm drin. Die U1 ist noch am Bayerischen Platz eben einfach durchgefahren. Verdammte Blechkiste. Der Spezialist repariert. Ja, mach ich doch. Oh, nee. So, jetzt zeig ich mal, wie wir den Dampf erst steuern, ne? Gar nicht sein können. Der Zug würde automatisch gestoppt, wenn die Schalttafel richtig anzeigen würde. Hm? Wieso ernsthaft behaupten, dass Peter hätte sogar die Kontrolle über diesen Zug? Wie soll man überhaupt wissen, dass wir hier drin sind? Als ob früher bei solchen Züge gesteuert und kontrolliert ein Computer. Die Fahrer sitzen ja sowieso noch pro forma drin. Du musst auf den Bremsen treten! Den gibt's doch nicht zu drehen, ich muss doch erstmal gucken! Komplizierte Maschine und kein Handmixer! Das ist mit der U23. Sie kommen dir genau entgegen. Das gemacht. Seid ihr okay? So, Kinder, Achterbahn ist vorbei. Es wird auch noch eine Runde Turm gehen da hinten, ne? Aber Riese, ja. Das war nicht dein Tag heute, ne? Das fehlt nur, dass wir hier auf dem Schienen rumtouren. Ist doch ein blanker Strom. Wo gehst du hin? Du kannst nicht einfach nach Hause gehen. Wir sind doch nicht gleich hysterisch. Da kann jeden Augenblick ein Zug kommen. Pass mal auf. Da vorne ist eine Weiche. Da gehen wir hin und stell die einfach um. Hm? Kennst du dich überhaupt aus mit Weichen? Weichen? Hör mal zu, ich habe die totale Modelleisenbahn gehabt. Induktive Zugsicherung, 4x4 Meter so dick. Ob ich mich ausrede.
So. Das ist Gehirn. Da müssen wir rein. Hast du das noch? Nee. Gib mal Stein. Hier. Nee. Oh Gott. Diese verdammte Lotig-Scheiße. Schaffst du es? Na klar. Elbern. Ja? Knutschen kann er wie ein Weltmeister, aber wenn er mich fragt, hat er noch nie eine Weiche von innen gesehen. Hast du mal ein Rad? Rad? Ja, ein Rad. Du musst doch ein Rad haben. Ich hab kein Rad! Du musst doch ein Rad geben! Meine Brille! Hä? Was ist denn mit meiner Brille? Rot und Blau gehen zum Relais. Der Grüne zur Maske, kannst du vergessen. Was jetzt?